Nachrichten des Tages. Heute mit Barbara Hallweg. Guten Abend und willkommen. Norbert Lehmann ist auch wieder dabei für den Sport. Mit viel Fußball. Schönen guten Abend auch von mir. Und das sind die Nachrichtenthemen von heute. Gewissheit nach DNA-Abgleich. Die von der Hamas entführte deutsche Geisel Shani Luk ist tot. Judenfeindliche Krawalle. In der russischen Teilrepublik Dagestan stürmt ein antisemitischer Mob den Flughafen. Und Festnahme statt Landtagssitzung gegen den bayerischen AfD-Politiker Daniel Halemba wird ermittelt, unter anderem wegen Volksverhetzung. Immer mehr Opfer im Gazastreifen. Nach Angaben der Hamas sind es mittlerweile 8.300 Tote. Von der israelischen Armee kam eine Meldung, die aufhorchen lässt. Bodentruppen hätten eine der Geiseln im Gazastreifen befreit, eine junge Soldatin. Keine Hoffnung mehr gibt es für die Angehörigen einer 22-jährigen Deutsch-Israelin. Ihr Tod zeige die ganze Barbarei, die hinter der Hamas steckt, sagt Bundeskanzler Scholz. Aus Tel Aviv, Tim Krüger. Die Familie und auch die deutsche Botschaft in Israel bestätigen, dass die Israelin Shani Luk, die auch die deutsche Staatsangehörigkeit besaß, im Zusammenhang mit dem brutalen Angriff der Hamas am 7. Oktober ums Leben kam. Ich empfinde auf der einen Seite Traurigkeit, weil es keine Chance gibt, dass sie zurückkommt. Auf der anderen Seite gibt es Gewissheit, was mit ihr passiert ist. Sie hat wahrscheinlich nicht gelitten und ist ziemlich am Anfang gestorben. Rund 1400 Menschen sind während des Massakers ums Leben gekommen. Noch immer sollen sich 239 Geiseln in der Hand der Hamas befinden. Heute Nachmittag dann eine positive Nachricht. Die Soldatin Uri Megedish wurde laut Militärangaben während der Bodenoperation befreit und hat bereits ihre Familie getroffen. Die Hamas veröffentlichte heute Aufnahmen, die drei weibliche Geiseln zeigt, von denen eine schwere Vorwürfe gegen den israelischen Ministerpräsidenten Netanyahu erhebt. Er habe sie nicht ausreichend beschützt. Für Angehörige anderer Geiseln ein Hoffnungsschimmer. Es macht uns sehr viel Hoffnung zu sehen, dass sie leben. Wir haben sie nicht aufgegeben. Wir wissen, dass sie leben und werden alles tun, damit sie nach Hause kommen. Die israelische Armee dringt unterdessen mit Bodentruppen offenbar immer weiter in den Gazastreifen vor. Man habe Dutzende Hamas-Kämpfer getötet. Die massiven Zerstörungen der Kämpfe sind deutlich sichtbar. Die humanitäre Situation verschlimmert sich, obwohl gestern laut UN ein größerer Konvoi Hilfslastwagen die Grenze nach Gaza überquert hat. All diese Kinder hier haben Hunger. Es ist unerträglich für sie. Die Menschen haben gestern die Lager gestürmt, weil sie so sehr unter Druck standen. In Jerusalem und anderen Teilen Israels gab es heute Luftalarm. In der Stadt Netivot im Süden Israels schlug eine Rakete aus Gaza ein. Michael Beverunge in Tel Aviv. Eine Geisel ist befreit, eine andere beschimpft per Video wütend den Ministerpräsidenten. Wie reagiert Netanyahu? Ich hatte vor wenigen Minuten selbst die Gelegenheit, auf einer Pressekonferenz Netanyahu persönlich die Frage zu stellen, ob denn diese Festlegung auf militärische Befreiungsaktionen, auf militärischen Druck der einzige richtige Weg sei, die Geiseln freizubekommen. Und er hat das bestätigt. Er hat gesagt, die Angehörigen der Geiseln hätten alle sein uneingeschränktes Mitgefühl, aber die Hamas würde nur ausschließlich auf militärischen Druck reagieren und es gebe keine Gewissheit. Aber wenn, dann sei das die einzige Möglichkeit, die Geiseln zu befreien oder mit militärischem Druck die Hamas zu Verhandlungen zu zwingen. Und er zog natürlich auch das Beispiel dazu, dass eine Soldatin tatsächlich mit einer militärischen Befreiungsaktion gerettet werden konnte. Mit großer Abscheu ist hier in Israel und Empörung dieses Video der drei Geiseln aus Gaza aufgenommen worden, was ja natürlich ein Propagandavideo ist der Hamas und zeigt, dass die Geiseln vor allem dazu benutzt werden, einen Psychokrieg gegen Israel zu führen. Danke für diese Einschätzung live aus Tel Aviv. Dankeschön, Michael Beverunge. Der Kampf gegen die Hamas ist militärisch auch deshalb so schwer, weil die Terrorgruppe im Gazastreifen ein weit verzweigtes Tunnelsystem kontrolliert. Eine Art Untergrundstaat, in dem auch Geiseln versteckt werden. Christian Semm hat Details. Im Gazastreifen gibt es zwei Welten. Die man sieht, und eine unsichtbare Unterwelt. Ein weit verzweigtes Tunnelsystem.
als Rückzugsort für die Hamas oder Waffenlager. Gänge bis zu 40 Meter tief unter der Erde mit einer Gesamtlänge von bis zu 500 Kilometern hat die Hamas gebaut. Sie wird Tunnelsysteme sowohl für defensive als auch für offensive Aktivitäten nutzen. Sie wird Hinterhalte vorbereitet haben, sie wird Sprengfallen vorbereitet haben. Hinzu kommt, es gibt unzählige Eingänge auf freiem Feld, in Häusern, unter Schulen. Viele Tunnel sind sehr gut ausgebaut und mit Beton ausgekleidet. Teilweise so groß, dass man mit dem Motorrad durchfahren kann. Irgendwo in diesem Gewirr aus Gängen, Räumen, Ein- und Ausgängen werden offenbar auch viele Geiseln versteckt, die aus Israel verschleppt wurden. Die 85-jährige Jocheved Lifschitz war 2 Wochen lang im Tunnelsystem der Hamas gefangen. Das sind riesige Tunnelnetze. Es sieht aus wie ein Spinnennetz. Wir sind durch feuchte Tunnel gelaufen und kamen irgendwann in einem Raum an. Dort waren vielleicht 25 Personen. Ein weiteres großes Problem für das israelische Militär: In den Tunneln gibt es keinen Satellitenempfang und kein GPS. Die Kommunikation funktioniert also nur bedingt. Während die Hamas Kabel verlegt hat, um zu kommunizieren. Die aktuelle Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen schürt unter Muslimen in vielen Ländern Wut und Hass. Wie weit das geht, zeigt sich gestern Abend im Südwesten Russlands. Genauer in Machatschkala, der Hauptstadt der Teilrepublik Dagestan, wo sich viele Menschen zum Islam bekennen. Eine aufgebrachte Menschenmenge stürmte den Flughafen, nur weil dort ein Flugzeug aus Tel Aviv landete. Vor allem junge Männer machten Jagd auf Juden. Nina Niebergall. So sieht es aus, wenn sich aufgestauter Hass gewaltsam entlädt. Hass auf Juden. Seit Wochen geschürt durch antisemitische Hetze in sozialen Netzwerken, die im armen, mehrheitlich muslimischen Dagestan offenbar auf besonders fruchtbaren Boden fällt. Mehr als 1000 junge Männer folgen einem Aufruf auf Telegram. Ihr Ziel, ein Flugzeug aus Tel Aviv, in dem sie Flüchtlinge aus Israel vermuten. Ein Passagier verteidigt sich. Ich bin Usbeke, ich spreche nur kein Usbekisch, weil ich in Russland aufgewachsen bin. Willst du uns verarschen, brüllt einer der Angreifer. Sie nehmen ihm den Pass weg. Er war vermutlich zufällig in den wütenden Mob geraten. Das Flugzeug aus Tel Aviv wurde rechtzeitig verbarrikadiert. Schlimmeres konnte so verhindert werden. Als die Polizei zum Flughafen kommt, eskaliert die Gewalt. Sicherheitskräfte prügeln auf die Eindringlinge ein. Aus dem Kreml kein Wort darüber, dass Juden geschützt werden müssen. Die Position eher auf Seiten der Palästinenser. Sogar Hamas-Vertreter waren zuletzt in Russland. Stattdessen ein bekannter Reflex. Schuld sei der Westen. Es ist bekannt und offensichtlich, dass die Ereignisse gestern rund um den Flughafen Machatschkala größtenteils das Ergebnis äußerer Einmischung waren. Fakt ist, antisemitische Pogrome gab es in Russland lange nicht, wo Stimmungsmache gegen Juden jetzt auf eine aufgepeitschte Bevölkerung trifft. Die Eskalation in Nahost ist auch Thema eines ZDF-Spezials um 19.20 Uhr direkt nach uns. Jetzt zur Afrika-Reise von Bundeskanzler Scholz. In Nigeria wirbt er um Zusammenarbeit in der Energiepolitik. Es geht aber auch um die illegale Migration. Warum das westafrikanische Land so wichtig ist, zeigen diese Zahlen. Nigeria hat mehr als 200 Millionen Einwohner und ist die größte Volkswirtschaft Afrikas. Basis dafür ist der Export von Öl und Rohstoffen. Stichwort Migration. 14.000 Nigerianer in Deutschland sind ausreisepflichtig. Wegen fehlender Papiere konnten bisher aber nur wenige abgeschoben werden. Andreas Künast berichtet. Es gibt einen Ort in Lagos, diesem 20 Millionen Menschen Moloch, einen Ort für die Glücklosen, die es nach Europa geschafft hatten und zurück mussten. An diesem Mittag sitzt der deutsche Kanzler an diesem Ort, den Deutschland initiiert und finanziert. Wer zurückgekehrt ist nach Nigeria, bekommt hier Beratung, Ausbildung, Aufmunterung. Kein großes, aber vielleicht ein kleines Glück. Es ist gut, wenn diese Rückkehrer eine Zukunft haben, ein Einkommen, einen Job oder die Chance, ein kleines Geschäft zu gründen. Bis 2050 soll die Bevölkerung Nigerias auf 500 Millionen wachsen. Das Land wird dann größer sein als die EU und viel jünger. Präsident Tinubu hat nicht zum ersten Mal Bereitschaft erklärt, seine in Deutschland ausreisepflichtigen Staatsbürger zurückzunehmen.
Passiert ist, vorsichtig gesagt, nichts. Ich stelle keine Bedingungen. Wenn es Nigerianer sind, dann sind es Nigerianer und sie sind wieder zu Hause willkommen. Wie schnell dieses Zuhause, wie schnell Lagos wächst, wird den Deutschen von der Wasserseite gezeigt. Eine Autofahrt wäre nicht praktikabel. Die Bundesregierung bietet nigerianischen Fachkräften, Handwerkern, Talenten so viele legale Wege, in Deutschland zu arbeiten wie noch nie und hofft, dass dafür die nigerianische Regierung die illegalen Wege schließt. Am Abend weiter Reise nach Ghana, ein sogenanntes sicheres Herkunftsland mit relativ wenigen Migrationsproblemen. Bundesinnenminister Faeser ist ebenfalls in Afrika, in Marokko. Auch dort geht es um Abschiebungen und zugleich um das Anwerben von Fachkräften. Bislang hatte Marokko wenig Interesse an der Rückführung seiner Staatsbürger. Das soll sich nun ändern. Deutschland will mehr Anreize bieten, etwa eine verstärkte Zusammenarbeit beim Grenzschutz und bei der Terrorbekämpfung. Laut Bundesinnenministerium leben in Deutschland 3.660 ausreisepflichtige Marokkaner. Gute Nachrichten gibt es von der Inflation. Die ist in Deutschland im Oktober weiter gesunken. Waren und Dienstleistungen kosteten im Schnitt 3,8% mehr als ein Jahr zuvor, meldet das Statistische Bundesamt nach ersten Berechnungen. Das ist der niedrigste Wert seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs. Der Rückgang sei vor allem auf fallende Energiepreise zurückzuführen. Nahrungsmittel bleiben teuer. Paukenschlag in Bayern. Kurz vor der ersten Sitzung des neuen Landtags ist ein gewählter Politiker der AfD verhaftet worden, Daniel Halemba. Gegen den 22-jährigen Studenten laufen Ermittlungen wegen des Verdachts der Volksverhetzung und des Verwendens von Nazisymbolen. Aus München, Patricia Schäfer. In U-Haft statt im Landtag. Der 22-jährige Daniel Halemba hätte heute als jüngster Abgeordneter an der Seite des Alterspräsidenten sitzen sollen. Übers Wochenende war nach ihm gefahndet worden. Per Handyortung konnte er heute aufgespürt und festgenommen werden. Weit entfernt von seinem Wohnsitz in Würzburg bei Stuttgart. Daniel Halemba selbst ließ über seinen Anwalt ein Video auf dem Twitter-Nachfolger X veröffentlichen, in dem er sich als Opfer darstellt. Man wollte mich, einen gewählten Landtagsabgeordneten, 3 Tage vor der konstituierenden Sitzung mit einem völlig willkürlichen Haftbefehl einsperren. Bei einer Razzia in der als rechtsextrem geltenden Burschenschaft Teutonia Prag in Würzburg, in der Halemba aktiv ist, waren Mitte September mehrere Gegenstände und Datenträger sichergestellt worden. Darunter verbotene Nazisymbole und rassistische Schriften. Der dringende Tatverdacht: Volksverhetzung und Verwendung von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Organisationen. Weil Halemba flüchtig war, bestand außerdem Fluchtgefahr, so die Staatsanwaltschaft. Gegen die Behauptung, die Festnahme Halembas sei politisch motiviert, verwahrte sich die Landtagspräsidentin. Weder das Parlament noch sie könnten Einfluss nehmen auf die Justiz, sagte sie an die AfD gewandt. Ich erkenne die Inszenierung in diesen Angriffen, die Täter-Opfer-Umkehr als Muster mit völkischem Unterton, mit dem Ziel, das Vertrauen in die demokratischen Institutionen zu zerstören. Langer Applaus von allen Parteien, außer der AfD. Wie alle anderen Abgeordneten genoss Daniel Halemba auch in Abwesenheit seit Beginn der Sitzung heute Nachmittag parlamentarische Immunität. Diese wurde soeben durch das Parlament aufgehoben. Das Bundeskriminalamt hat ein Lagebild zum Thema sexuelle Gewalt gegen Kinder und Jugendliche vorgelegt. Danach wurden im vergangenen Jahr 17.168 Kinder unter 14 Jahren Opfer von sexueller Gewalt. In fast jedem siebten Fall war das Opfer jünger als 6 Jahre. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Dunkelziffer noch deutlich höher ist. Bei einem schweren Unfall in der Hamburger Hafencity sind 4 Bauarbeiter ums Leben gekommen. Am Morgen war ein Gerüst in einem Fahrstuhlschacht im Inneren des Gebäudes zusammengebrochen. Mehrere Arbeiter stürzten bis zu 8 Stockwerke in die Tiefe. Ein Mann konnte schwer verletzt geborgen werden. Wie es zu dem Unglück kam, ist noch offen. Auf der Großbaustelle sind bis zu 1.500 Menschen beschäftigt.
Ein weiter wachsendes Problem für die Sicherheitsbehörden, nicht nur in Deutschland, ist die sogenannte Clankriminalität. Drogenhandel, Raubüberfälle, Schutzgelderpressung, das sind nur einige der Delikte, die Mitgliedern von arabischstämmigen Großfamilien zur Last gelegt werden. Eine internationale Konferenz in Düsseldorf sucht Strategien gegen die Clankriminalität. Markus Aust berichtet. Zu Hunderten prügeln sie aufeinander ein. Im Juni wird das Ruhrgebiet zur Kampfarena rivalisierender Clans. 160 Personen werden von der Polizei festgesetzt. Verurteilt wird niemand aus Mangel an Beweisen. Erfahrene Ermittler sind hoch frustriert. Es gilt offensichtlich das Gesetz der Omerta auf der Straße. Das ist das Schweigerecht der Mafia. Die Geschädigten sprechen nicht mit uns, obwohl sie herausragend geschädigt worden sind. Da sind teilweise Tötungsdelikte, versuchte Tötungsdelikte zu verfolgen. Die Bevölkerung spricht nicht mit uns und das aus Furcht. Und das zeigt einfach, wo der Rechtsstaat steht. In NRWs Innenministerium diskutieren heute internationale Experten über Ansätze gegen Clankriminalität. Ein Vorschlag: strengere Umsetzung der sogenannten Beweislastpflicht. Wir brauchen eine klare und eindeutige Beweislastumkehr. Das heißt im Konkreten, wenn jemand eine Plastiktüte voller Bargeld mit sich führt, dann muss er oder sie nachweisen, woher das Geld kommt und nicht umgekehrt, dass wir als Staat nachweisen müssen, dass sie illegal das Geld erworben haben. Auch Prävention ist Teil der Strategie. In NRW suchen Polizei und Pädagogen gezielt nach jugendlichen Kriminellen, bieten Anti-Gewalt-Training an, um die Kurve zu kriegen. Wir wollen, dass die jungen Leute da nicht dringend hängen bleiben. Das ist allerdings das Mühsamste, muss ich sagen. Deswegen fand ich es so schön, dass die Schweden sagen, das Modell übernehmen wollen. Gegenseitig von Erfolgsmodellen lernen, zentraler Schlüssel beim Kampf gegen Clankriminalität. Die Meyer-Werft hat damit begonnen, ihr neues Kreuzfahrtschiff zu überführen. Die Karneval-Jubilee reist von Papenburg über die Ems Richtung Niederlande. Der Luxusliner ist 345 Meter lang. 5000 Passagiere können auf dem Schiff Platz finden. Angetrieben werden soll es mit Flüssigerdgas. Am Ziel in Emshaven folgen weitere Ausbauten. Und damit sind wir beim Sport bei den deutschen Fußballfrauen. Morgen geht's in der Nations League gegen Island. Ja, das zweite Spiel des neuen Interimstrainers Horst Rubesch. Nach dem Erfolg gegen Wales ist ein Sieg auch in Reykjavik Pflicht. Das Hinspiel hatte das Team souverän mit 4:0 gewonnen. Die deutschen Fußballfrauen unter Druck. Abschlusstraining vom Spiel gegen Island. Der alte neue Trainer aber bleibt gelassen. Wir brauchen die Punkte, wir müssen die Spiele gewinnen. Und so gehen wir die Geschichte auch an. Das hat am Freitag bei der Rubesch-Rückkehr schon mal prima funktioniert. Begeisterte Zuschauer sahen viele Tore und viel Dominanz. Die Isländerinnen aber wissen, dass das deutsche Team einen Sieg und viele Tore braucht. Und sie hoffen auf Lücken. Vielleicht ist das ja jetzt gut für uns. Sie werden hoch anlaufen, weil sie einfach so viele Tore wie möglich schießen wollen. Ein Sieg für Deutschland Pflicht, denn sie wollen sich den Olympiatraum bewahren. Das Spiel morgen Abend bei uns zu sehen im Livestream ab 19.55 Uhr. Ja, und im Hauptprogramm ab 20.15 Uhr DFB-Pokal. Kaiserslautern gegen Köln. Die Pfälzer mit starkem Saisonstart in Liga 2 und auf Rang 6. Köln dagegen in der Bundesliga schwach und nur Tabellenvorletzter. Steffen Baumgart haben seine Kölner in dieser Saison bisher keine rechte Freude gemacht. Negativer Höhepunkt, die 0:6-Pleite am Samstag in Leipzig. Damit ist der Erstligist seine Favoritenrolle beim Zweitligisten los. Was uns auf dem Betzenberg erwartet, ich glaube, das wissen wir. Ich weiß es, vielleicht nicht einige Jungs, weil sie das noch nicht erlebt haben. Im Fritz-Walter-Stadion dürfen sich die Kölner auf 50.000 zumeist lautstarke Zuschauer gefasst machen, die ihr Team wie am letzten Samstag beim 3:3 gegen den HSV zu offensivem Fußball geradezu verpflichten. Mit dem besten Sturm in Liga 2 könnten die Roten Teufel durchaus für eine Überraschung gut sein. So wie damals unter Meistertrainer Otto Rehhagel. Die FIFA hat Spaniens Ex-Fußballverbandschef Luis Rubiales für 3 Jahre gesperrt. Der hatte nach dem WM-Finale Weltmeisterin Jennifer Hermoso übergriffig auf den Mund geküsst und weltweite Empörung ausgelöst. Spaniens Fußballerinnen waren deshalb in den Streik getreten. Rubiales will aber Berufung einlegen, allerdings mit wenig Erfolgsaussichten. Dankeschön. Bitteschön. Draußen bleibt's nass und mild. Die Details hat gleich Östin Terli. Um 9:45 Uhr begrüßt sie Christian Sievers im Heute-Journal. Hier geht's jetzt gleich weiter mit dem ZDF-Spezial.
Alles Gute Ihnen und bis morgen, wenn Sie mögen. Auf Wiedersehen. Schönen guten Abend und herzlich willkommen zum Wetter. Ja, der Oktober ist ja nun fast vorbei und was schon mal klar ist, es ist eines der 5 wärmsten Oktobermonate seit 1881 und der nasseste seit 2002. Und nass und mild geht's ja weiter. Wir haben es hier mit diesem Tief hier zu tun über Deutschland, was im Laufe der Nacht allmählich nordostwärts abzieht. Aber Sie sehen auch hier, an den Alpen gibt es ein Tief, was die Wolken an die Alpen herandrückt und hier regnet es und schneit es teilweise ergiebig und auch Richtung Balkan. Das Ganze verabschiedet sich ostwärts. In der Nacht also der Regen, der nach Nordosten zieht und von Südwesten her lockert es auf. Dazu Temperaturen 6 Grad an den Alpen und 12 Grad ganz im Osten. Ja, und morgen dann teilweise Regen, die in Bändern durchziehen, aber auch später Schauer, dazwischen auch Auflockerungen bei höchsten Temperaturen von 13 Grad zum Beispiel im Osten, 14 im Westen und 9 Grad an den Alpen. Die kommenden Tage am Mittwoch im Nordwesten Regen, sonst Auflockerung, teils Sonne im Süden. Und Donnerstag wird es vor allem im Nordwesten stürmisch. Damit einen schönen Abend.